Die deutsche Kurrentschrift entwickelte sich im 16. Jahrhundert und wurde mit Cytherlin als letzte Ausgangsschrift um 1941 wieder abgeschafft. Das sind 400 Jahre voller verschlungener und gezackter Schriftstücke, von denen sich sicherlich auch bei euch im Keller noch einige finden lassen. Durch ihre schwere Lesbarkeit bleibt ihr Inhalt jedoch ein Rätsel, denn heute können fast nur noch unsere Großeltern das Geschriebene lesen. Sicherlich hilft ein bisschen Kontext beim Entziffern, so wie bei dieser Fotografie einer Jugendfreundin meines Urgroßvaters. Zur freundlichen Erinnerung gewidmet, eine Standardbeschriftung für solche Stücke. Und der Ort ist Eisenach am 9. August 1919. Das ging ja noch. Wenn ihr jedoch vor einem solchen Brief sitzt, ist das Ganze nicht mehr so einfach. In diesem Video zeige ich euch einige Tipps, mit denen ihr solche Schriftstücke trotzdem entziffern und lesen lernen könnt. Denn geheim bleiben soll ihr Inhalt ja nicht. Tipp Nummer 1. Ja genau, so sieht eine 1 ausgeschrieben aus. Und da wären wir auch schon beim Umdenken. Unser Gehirn ist auf Effizienz getrieben und möchte sich das Lösen wiederkehrender Probleme möglichst einfach gestalten. Das nennt man mentale Abkürzung, eigentlich eine gute Sache. Aber das macht es uns so schwer, die Kurrentschrift zu lesen. Viele Buchstaben erscheinen anders als ihre Bedeutung und wir interpretieren sie falsch. Nehmen wir einmal dieses Wort hier. Auf den ersten Blick ist der Fall doch ganz klar. V-I-N-F-I-G? Naja, oder auch nicht. Dieses Wort heißt tatsächlich riesig. Unser Gehirn geht von unserer heutigen Schreibschrift aus und baut sich eine trügerische mentale Abkürzung. Um Kurrent zu lesen, dürfen wir darauf jedoch nicht vertrauen und müssen unsere Gewohnheiten zunächst einmal vergessen. Tipp Nummer 2. Vereinfachen, denn das Entziffern soll ja Spaß machen. Nehmt euch eine Tabelle der Kurrentschrift zur Hand, sobald ihr euch an die Texte setzt. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. So könnt ihr euch die Schreibweise der verschiedenen Buchstaben gut einprägen. Wir alle haben darüber hinaus wenig Geduld, einen schlecht leserlichen Text zu entziffern, vor allem wenn er auch noch so klein vor uns liegt. Und mit einer Lupe ist auch kaum geholfen. Darum scannt eure Schriftstücke ein oder fotografiert sie ab und vergrößert sie euch auf dem Bildschirm, bis sie riesig sind und ihr an jedes Wort im Vollbild heranzoomen könnt. Ein Wort mit so vielen Zacken und Wellen wie dieses hier lässt sich dann leichter auseinandernehmen. Es heißt warmen, wie in der warmen Stube. Falls ihr euch unklar darüber seid, wo die Buchstaben anfangen und aufhören, schreibt das Wort doch einfach nach. Versucht euch in die Federführung des Schreibers hineinzudenken. Schaut euch an, welche Buchstaben miteinander verbunden sind und wo Unterbrechungen auftreten. Das gibt schon sehr viel Aufschluss über den Sinn des Geschriebenen. Tipp Nummer 3. Die Unterschiede. Und ja, es gibt einige Unterschiede zwischen unserer heutigen Schreibweise und der Kurrentschrift. Und die wichtigsten seht ihr jetzt. Fangen wir mit dem kleinen E, dem kleinen R und dem kleinen N an. Die sind am Anfang schwer auseinanderzuhalten. Dieses Wort hier heißt rein und kann selbst in der gedruckten Variante eine Herausforderung darstellen. Das kleine E wird mit zwei verbundenen Zacken geschrieben, wobei der Ansatz zum zweiten Zacken oben liegt und der Abstand der beiden Zacken zueinander sehr kurz ausfällt. Das kleine R wird mit einer kleinen Schlaufe unten geschrieben. Das kleine N wird mit zwei identischen Zacken wie beim E geschrieben, jedoch ist der Abstand hier größer und die Verbindung wird weiter unten angesetzt. Schauen wir uns jetzt die Unterschiede zwischen dem kleinen H, dem kleinen F, dem kleinen T und dem kleinen S an, die sich gerne bei Schnellschreibern miteinander vermischen. Das erste Beispiel hierzu ist das Wort hoffentlich.
Das kleine H sieht eigentlich aus wie das heutige F und besitzt hier eine Schlaufe oben und unten. Das kleine F hingegen besitzt die Schlaufe nur oben. Es endet unten mit einer geraden Linie und besitzt einen gewölbten Verbindungsstrich in der Mitte. Das kleine T besitzt oben einen spitzen Zacken. Und das kleine S wird ebenfalls mit diesem spitzen Zacken oben geschrieben, endet unten aber mit der gleichen geraden Linie wie das F. Es sieht aus wie eine schräg geschriebene 1. Das S weist darüber hinaus noch eine Besonderheit auf. Inmitten eines Wortes wird es mit einem Zacken geschrieben, aber am Ende des Wortes mit einem Kringel, der wie eine eigenwillige 6 aussieht. Das können wir bei diesem Beispiel sehr gut sehen. Das Wort heißt besonders. Vergleichen wir hier nochmal die unterschiedlichen Schreibweisen. Das kleine H wird mit der Schlaufe oben und unten versehen. Das kleine F besitzt diese Schlaufe nur oben und hat dafür eine gerade Linie nach unten. Das kleine S wird inmitten eines Wortes mit einem Zacken oben und einer geraden Linie unten geschrieben. Und das T besitzt den gleichen Zacken nur oben. Soweit, so gut. Kommen wir zu den Unterschieden zwischen dem kleinen U und seinem Umlaut, hier beim Wort überhaupt. Das kleine U trägt einen Kringel auf dem Kopf, während das kleine Ü mit den uns bekannten zwei Strichen versehen wird. Ohne diese Linien sehen beide nämlich aus wie das kleine N. In diesem Beispiel seht ihr den Kringel über dem U noch deutlicher. Das Wort heißt gefreut. Und wenn wir schon bei Strichen und Kringeln über Buchstaben sind, schaut euch dieses Beispiel an. Das Wort lautet wenn. Niedrig geschriebene Konsonanten wie das N und das M erscheinen einzeln mit einem geraden Strich darüber, anstatt sie zweifach auszuschreiben. Bei hochgeschriebenen Konsonanten wie dem S ist das aber nicht der Fall. Hier beim Wort besser tritt der Konsonant doppelt auf. Für besondere Verwirrung sorgt auch gerne das große W, das mit seinen vielen Kringeln schon wie mehrere Buchstaben hintereinander geschrieben aussieht. Schauen wir uns das W mal genauer an, hier im Wort was großgeschrieben. Das große S weist im Vergleich eine ähnliche Schreibweise auf, vor allem wenn es mit anderen Buchstaben wie dem T kombiniert wird, wie hier bei der Abkürzung für das Wort Straße. Schauen wir uns nochmal den direkten Vergleich an. Das große W mit dem Kringel als Eröffnung und einer verschlungenen Linie als Abschluss. Und das S mit der gleichen Eröffnung und einem kleinen T im Abschluss. Hier mag der Unterschied vielleicht nicht enorm ausfallen, aber glaubt mir, bei anderen Handschriften kann das täuschen. Zum Vergleich kann selbst ein gut ausgeschriebenes großes N hier zu Verwechslungen führen. Und wenn wir schon bei Stolpersteinen sind, jetzt kommt Tipp Nummer 4. Worauf ihr noch aufpassen solltet. Hier haben wir das Wort vielleicht. Aber warum nur ein L? Auch früher gab es Rechtschreibfehler oder ganz andere Rechtschreibregeln. Und je älter der Text ist, desto eher schrieb man die Worte ganz anders. Dieses Wort bedeutet frei und wurde um 1830 im Wanderbuch meines Vorfahren niedergeschrieben. Nicht nur, dass das kleine F hier aus den Fugen gerät, das Wort endet auch noch mit einem Y statt einem I. Ein weiteres Beispiel aus dem Wanderbuch ist dieses hier. Es heißt Buddhisin.
Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer oder was Buddhistin ist, die Einwohner der Stadt Bautzen werden es wissen. Es ist der sorbische Name der Stadt, der bis 1868 verwendet wurde. Wenn euch also Worte über den Weg laufen, die verdächtig nach Städtenamen aussehen, sucht nach der alten Schreibweise im Internet und ihr werdet fündig. Mein finaler Tipp an euch, die Nummer 5. Üben. Ihr werdet nur besser im Entziffern, wenn ihr übt. Schaut euch die Kurrenttabelle an und prägt euch die Unterschiede ein. Versucht, die ersten Worte nach dem Ausschlussprinzip zu entschlüsseln. Die auffälligsten Buchstaben wie hier das kleine B oder das kleine S sind am einfachsten zu erkennen. Anschließend bleiben kaum noch Alternativen, bevor eure Wahl auf das kleine E und das R am Ende fällt. Kreuzworträtsel lösen hält das Gehirn hier besonders in Schwung. Aber auch ein Text mit Lösung kann helfen. Das hier ist ein Auszug aus einem Brief meiner Ururgroßmutter. Den Lösungstext dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Macht euch einen Screenshot von diesem Brief und versucht es selbst, so werdet ihr besser. Einen weiteren Brief, diesmal von Schiller inklusive Lösungstext, findet ihr ebenfalls in den Links in der Videobeschreibung. Bitte gebt mir in den Kommentaren Bescheid, wenn ihr Anregungen oder Fragen habt oder falls ihr genaueres wissen wollt, was ich in einer Fortsetzung behandeln soll. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Entziffern. Wer weiß, was ihr alles herausfinden werdet.